wenn gleich der Landtag die Auflösung beschließt und wir 60 Tagen dann neu wählen, dann sind wir als Partei Bündnis 90 Die Grünen hier in Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt für diesen Wahlkampf. Wir sind bereit und freuen uns auch auf diesen Wahlkampf. Und wir denken, dass wir hier die Wahlkampfauseinandersetzung nicht scheuen müssen, denn wir blicken auf fast zwei Jahre sehr erfolgreiche Regierungsarbeit zurück. Wir haben eine gute Bilanz. Diese Regierung trägt eine deutlich grüne Handschrift. Und mit dieser Bilanz werden wir in den Wahlkampf gehen. Und diese Auseinandersetzung brauchen wir nicht zu scheuen. Wir sind als Partei gut aufgestellt. Es wird ein kurzer, knackiger Wahlkampf, auf den wir uns freuen. Ja, den kann ich mich anschließen. Und ich würde auch sagen, dass diese zwei Jahre erfolgreiche grüne Regierungsarbeit vor allem mit einem Namen verknüpft sind, nämlich mit Silvia Lörmann als stellvertretende Ministerpräsidentin, die ja bereits 2010 den Wahlkampf sozusagen als Zugpferd für uns geführt hat und die auch einen breiten Rückhalt in der Partei hatte. Und dieser breite Rückhalt hat sich durch die erfolgreiche Arbeit noch verstärkt. Silvia Lörmann steht nicht nur für den Schulkonsens, der ein historischer Schulkonsens ist für Nordrhein-Westfalen, sondern insgesamt für Chancengerechtigkeit für Kinder, aber für Bildung als zentrales landespolitisches Thema und eben aber auch für starke Kommunen und Städte und Gemeinden, für handlungsfähige Städte und Gemeinden. Und deswegen freuen wir uns sehr, mit Silvia Lörmann diesen Wahlkampf wieder zu ziehen und ihr auch mit dem Parteitag, den wir haben werden, als Spitzenkandidatin vorzuschlagen. Sie wissen ja, dass auf Bundesebene etwas kontrovers, gerade auf Landesebene sind wir da sehr gut und sehr konsens aufgestellt, sehr geschlossen und freuen uns sehr, Silvia Lörmann als Spitzenkandidatin für diesen Wahlkampf vorzuschlagen. Ja, und wir denken, dass wir mit der Spitzenkandidatur von Silvia Lörmann auch unser Wahlziel erreichen werden. Und das Wahlziel heißt, dass wir diese erfolgreiche Regierungsarbeit fortsetzen wollen mit starken Grünen in einer neuen, stabilen rot-grünen Mehrheit in diesem Landtag. Ja, meine Damen und Herren, die beiden Parteivorsitzenden haben das gerade mit mir kurz erörtert, dass sie der Partei diesen Vorschlag machen wollen, mich wieder als Spitzenkandidatin aufzustellen. Darüber freue ich mich. Ich habe sehr gerne 2000 den Wahlkampf gemacht, habe mich dadurch die Partei sehr gut getragen gefühlt, habe das mit Überzeugung und mit Freude gemacht, habe jetzt mit Überzeugung und Freude die Regierungsarbeit betrieben, finde auch nach wie vor richtig, dass wir so gehandelt haben als Grüne, in die Regierung zu gehen, Nordrhein-Westfalen zu gestalten, weil wir als Grüne einen guten Zukunftsentwurf für Nordrhein-Westfalen haben. Das ist die Klimafrage, das ist das Thema Schule, was wir natürlich weiter ausgestalten wollen, und das ist das Thema handlungsfähige Gemeinden. Und insofern würde ich gerne dieses Amt wieder antreten und die Grünen in einen erfolgreichen Wahlkampf führen wollen. Das heißt auch, und das ist die bundespolitische Bedeutung dieser Wahl, wir werden jetzt vor einer nächsten Bundestagswahl antreten hier in Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir hier ein starkes Ergebnis für die Grünen haben und ein starkes rot-grünes Ergebnis haben mit einer klaren Mehrheit, Nordrhein-Westfalen braucht klare Verhältnisse, dann ist das auch nochmal ein Schub, dass wir 2013 die Bundesregierung ablösen werden und auch rot-grün in Berlin schaffen können.